Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast zum Sonntagsvideo. Mein Name ist Anja alias Graufalter 50. Wir machen heute wieder so ein bisschen Quatschen, Schminken. Es geht um verschiedene Sachen. Heute ein bisschen um Hautpflege und zwar um Beauty Mates. Ich weiß, dass ganz, ganz viele darauf warten. Was ich dazu denn zu sagen habe, das ist nämlich der Retinol Booster von Beauty Mates. Da habe ich das letzte Video zu im März diesen Jahres gemacht und bis dahin sind ja schon ein paar Tage vergangen. Und was wir beide hier so zusammen durchgemacht haben, das erzähle ich euch einfach ein bisschen nebenbei. Dann hole ich nochmal diese Palette hier raus, die Essence, weil ich hatte mich ja so in dieses Grün verliebt und heute habe ich einfach ein bisschen Bock auf Grün. Das Ganze machen wir heute zusammen. Schnapp den Kaffee, schnapp den Keks, lehn dich zurück, schnall dich an und dann geht's nach dem Intro, geht es hier los. Einfach gibt es gleich einen kleinen Gruß. Mich hat nämlich eine Abonnentin von mir gefragt, kannst du mich nicht mal grüßen in deinen Videos? Kann ich sehr gerne tun. Ich grüße dich ganz, ganz herzlich, meine herzallerliebste Laura. Ich hoffe, ich mache dir damit jetzt eine Freude. Und wenn du mal gegrüßt werden möchtest in meinem Video, dann lass mich das gerne in den Kommentaren wissen, per E-Mail oder per Instagram oder wie auch immer. Dann sag es mir einfach, dann grüße ich dich ganz einfach mal. Und heute grüße ich meine liebe Laura. Jetzt geht's ab. Es geht mal wieder dran, die Mutti mal wieder ein bisschen so fit zu machen für den Tag. Für heute ist für euch Sonntag. Für mich ist heute Donnerstag. Donnerstag, 9.30 Uhr. Und ich habe wie immer Spätschicht. Irgendwie immer mit schönes Wetter. Es hat der Mutti Spätschicht. Und ja, ich starte einfach hier durch mit meinem weltbesten Concealer. Den mag ich einfach ganz gerne. Und ich möchte ganz gerne mit euch nebenbei ein bisschen quatschen über ein Produkt, was ich schon jetzt ein halbes Jahr in Gebrauch habe. Und ich weiß, dass ihr auf dieses Ergebnis, sag ich mal, oder was ich dazu zu sagen habe, dass ihr darauf wartet. Ich habe mir gar keinen Spiegel hingestellt, ne? Dussel. Dass ihr darauf gewartet habt und das bequatschen wir nebenbei ein bisschen. Und zwar geht es um den Retinol Booster von Beauty Mates. Ich habe jetzt geguckt, wann das letzte Video war. Das war jetzt im März. Und seit März habe ich das Ganze ja auch getestet, gemacht, getan. Und da möchte ich ganz kurz mit euch einfach drüber quatschen, weil sich viele den von euch auch bestellt haben. Und mich würde in den Kommentaren natürlich auch interessieren, wie ihr das Ganze findet. Wo ist mein Ei? Hier, da ist mein Ei. Wie ihr das Ganze dann auch so findet. Und wie ich das Ganze so empfunden habe. Aber ich sage, das ist ein Produkt, was ich weiterhin nutze. Oder wo ich sage, das brauche ich nicht. Spiegel hier hingestellt. Und ich habe die Kante immer noch nicht gewischt. Da ist immer noch Staub drauf. Ne? Aber hast ja da immer so Haarspray und was weiß ich alles drauf. Ne? So auf dem Rüssel braucht das jetzt nicht unbedingt hier. Ne? Ja, Retinol Booster von Beauty Mates blende ich hier oder hier nochmal ein, damit ihr überhaupt wisst, für alle, die das jetzt noch gar nicht so kennen, wie das eigentlich aussieht. Ich weiß nicht, nutzt du Retinol? Ich finde gerade Richtung, ne, alles was über 30 geht, wird an Hyaluron und Retinol einfach nicht vorbeikommen. Wer sich so ein bisschen mit Hautpflege damit so ein bisschen beschäftigt, sage ich ganz einfach mal, wird an diesen zwei Wirkstoffen ganz einfach nicht vorbeikommen. Der Retinol Booster, nee, blende nicht ein, ich halte es hier rein, ne? So sieht das Ganze hier aus, für alle, die es jetzt noch gar nicht kennen. Retinol Booster von Beauty Mates. Übrigens, wenn du Interesse hast, überhaupt Beauty Mates hat richtig, richtig tolle Sachen, blende ich hier nochmal den Rabattcode ein. Könnt ihr euch gerne mal umgucken im Shop und ich meine 30% Spaß schon was, ne? Ob du da jetzt bestellst oder nicht, habe ich jetzt persönlich nichts von. Aber ich finde, die haben tolle Wirkstoffkosmetik, tierversuchsfrei, PEG-frei und mikroplastikfrei und finde ich nicht schlecht. So, ich mische jetzt einfach hier mal nebenbei die BB-Cream von Garnier. Die finde ich ja richtig gut. Oder Garnier oder wie auch immer. Die BB-Cream hier extra für oily skin. Ne? Und die Misha. Die ist mir ja ein bisschen zu hell und das ist mir eigentlich ein bisschen zu dunkel. Deshalb mische ich mir das Ganze jetzt erstmal hier so ein bisschen auf dem Handrücken. Streife das ab, weil ich mag es ja eigentlich nicht an den Fingern haben. Und nimm mal hier den Beauty Blender und mach mal Muttis Haut mal ein bisschen schier. Auch wenn es heute richtig warm werden soll, ist mir egal. Ich nutze trotzdem BB-Creams oder so. Ne? So ganz shaggy mache ich dann auch nicht raus.
Ich finde es einfach schöner. So, jetzt kommen wir hier auf den Punkt. Ne? Retinol Booster von Beauty Mates. Aufgebraucht. Das letzte Video war im März. Und habe mir das Video selber nochmal angeschaut. Retinol ist ja so ein kleiner Jungbrunnen. Das ist ganz einfach so. Ne? Wirkt ja auch der Hauterneuerung entgegen und so weiter. Und meine Erfahrung damit war einfach so, ich habe schon mal Retinol angewandt und wusste so im Kern, worum es jetzt eigentlich geht. Ich habe meine Haut langsam herangeführt. Das heißt nicht gleich hier schwupps und rauf und los, sondern einmal die Woche erst reingemacht in meine Creme, weil Beauty Mates kannst ja, ist ja alles Wirkstoffkosmetik Mix und Match machen. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich habe die meine Haut da wirklich langsam rangeführt, weil Retinol ist nicht einfach nur so, das ist schon fortgeschrittene Hautpflege, würde ich mal so sagen, ne? Obwohl es für den Hausgebrauch gemacht ist. Ne? Aber ich habe meine Haut einfach langsam dran geführt und habe das dann erst so einmal die Woche genommen. Mal gucken, wie, ne? Man weiß ja auch nicht immer, ob man jedes Produkt verträgt. Da hatte ich jetzt aber keine Schwierigkeiten mit. Dann habe ich das, nach einer Woche habe ich das dann jeden zweiten Abend gemacht und dann jeden dritten habe ich gesagt, okay, gut, deine Haut will das, die kann das ab. Und ich habe das Ganze nicht vom März bis jetzt komplett durchgezogen, sondern ich habe das als erstes hatte ich das, glaube ich, 4 Wochen einmal durchgezogen und dann immer so in Intervallwochen. Ne? Eine Woche mal und da habe ich mir das Ganze auch pur drauf gemacht. Also du kannst ja, ne, entweder Mix und Match mit deiner Creme. Im Bestfall natürlich, jetzt habe ich sie hier stehen von Beauty Mates, die Creme. Du kannst es aber auch in deine aktuelle Tagespflege reinträufeln. Ne? Also das, was du, wo du gut mit zurechtkommst, das kannst du auch nehmen. Ne? Dann habe ich das Ganze immer im Wochenintervall gemacht, dann irgendwie, dann mal wieder 2, 3 Wochen Ruhe, dann wieder angefangen. Und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht faltenfrei, das werde ich in diesem Leben auch nicht mehr werden. Ne? Aber ich finde schon, Retinol ist ja so, es regt ja deine Hauterneuerung ganz einfach an, so ein bisschen von innen und so weiter und auch ein bisschen in tieferen Hautschichten und so weiter. Und da habe ich schon festgestellt, das hatte ich euch, glaube ich, auch in einem Video gesagt, ich habe das Gefühl, als wenn im Sommer meine Haut immer meint, dass sie jetzt besonders trocken sein muss. Ne? Und ich dachte mir dann so, es ist ja einfach so, wenn du Retinol nimmst, das geht ja doch nicht mehr hoch, ne? Dass deine Haut sich ganz einfach erneuert und das Alte muss ja irgendwo hin. Das muss ja irgendwo hin, ne? Ist ja wie bei einem Fruchtsäurepeeling. Das ist dann so, dass deine Haut manchmal sehr, sehr schuppig gerade zu Anfang war, weil, ne, das ist ein zeitverzögertes Retinol. Das ist jetzt nicht mal rauf, peng und dann schält sich das ab. So ist es ja nicht. Das ist immer ein Langzeiteffekt, ganz klipp und klar. Und da habe ich schon gemerkt, dass meine Haut sich geschält hat, sage ich jetzt ganz einfach mal, oder erneuert hat und der alte Plunder muss ja irgendwo hin. Und da hatte ich das Gefühl, dass meine Haut mega, mega, mega trocken ist, denke ich, war das denn nur los? Sonst hatte ich immer die mit dem blauen Deckel, die Beauty Mates Creme, ich hole die mal kurz. Mit dem blauen Deckel, jetzt habe ich die mit dem pinken Deckel, das ist die reichhaltigere Variante von beiden. Finde ich mega feuchtigkeitsversorgend, richtig gut und hat mir über die Zeit eigentlich ganz gut geholfen, muss ich sagen, weil meine Haut da so extrem trocken war, weil das hat sich ja was getan auf der Haut. Ich mache es da nicht rauf und ich will jetzt auch nicht rumspinnen und was weiß ich und sagen, nein, ich habe hier, ne, ich bin hier der Jungbrunnen in Person. Nein, ist es nicht. Ne? Aber es hilft meiner Haut ganz einfach. Und ich musste so ein bisschen schmunzeln. Das ist jetzt total eingebildet, was ich jetzt sage. Ne? Aber das war wirklich so. Und zwar war ich am Mittwoch, also gestern, zu einer Schulung hin von der Arbeit aus. Ne? Und da waren dann auch ein paar andere Frauen. Dann freundet man sich ja auch mal so an und schnackt dann so ein bisschen. Mensch, wo kommst du denn her? Und tralala, was machst du denn? Und mit der einen habe ich dann gesprochen. Die fragte mich dann auch, wo arbeitest du denn und wo wohnst du denn und dies und das und jenes und so. Und wie alt bist du denn? Sag ich, ja, ich bin 52. Und dann sagt sie, was? Du siehst überhaupt nicht aus wie 52. Und ich dann so innerlich so, okay, das war jetzt schön, was sie jetzt gesagt hat. Ne? Aber es ist ja auch nicht nur Sache der Creme, sag ich ganz einfach mal, oder des Boosters oder was weiß ich, sondern das Wichtigste ist einfach, egal was du ja letztendlich nimmst, es soll einfach zu dir und deiner Haut passen. Das ist ganz einfach so. Und für mich passen diese Beauty Mates Geschichten, egal welcher Booster. Ich nehme übrigens mal den hier. Den habe ich so ewig lange nicht genommen hier. Von Reva Loves Me. Hautpflege muss immer persönlich auf dich zugeschnitten sein. Der Markt ist voll.
sage ich ganz einfach, du hast die Qual der Wahl, du kannst dich da durchtesten, du kannst ausprobieren und ich bin einfach bei Beauty Mates einfach damals hängen geblieben. Die hatten mich ja damals angeschrieben, also ziemlich zu Anfang, wie ich mit YouTube angefangen bin. Und die haben mich da angeschrieben und seitdem bin ich da einfach hängen geblieben. Nicht, weil ich das, ne, mit denen jetzt eine Kooperation habe, sondern weil mir die Sache an sich einfach richtig gut gefällt. Das ist ein bisschen schickig, was du hier gemacht hast, Mutti, ne? Ich kam da jetzt gut mit zurecht. Kann ich nichts Negatives sagen, aber es ist jetzt nicht so, dass du das jetzt raufmachst und peng. Du bist jung, ohne Falten. Das ist ja Irrsinn. Ne? Das würde ich auch nie sagen. Sondern Pflege ist einfach immer eine Langzeitgeschichte. Egal, was du, ob du Retinol, ob du Niacinamide nimmst, ob du, was weiß ich, nimmst, alles, was so dir so ein bisschen auf die Sprünge hilft. Es ist immer eine Langzeitgeschichte. Immer klipp und klar eine Langzeitgeschichte. Und auf Dauer macht sich das ganz einfach bemerkbar. Das ist ganz einfach so. Ich habe keine perfekte Haut. Ne? Wisst ihr auch. Aber so im Langzeiteffekt, egal was du machst, sage ich, Hauptsache du machst irgendwas für deine Haut und findest da irgendwie deine Pflege und beschäftigst dich damit und ziehst es auch konsequent durch, weil der Erfolg wird sich ganz einfach zeigen. Und ich habe mich da gestern sehr, sehr drüber gefreut. Und ich finde, Falten sind auch immer so, manche haben halt schon ganz viele, so in meinem Alter, manche halt weniger. Das ist auch eindeutig Vererbungssache oder Veranlagungssache, ob du, wie dein Bindegewebe ist und so weiter, ne? Das ist Veranlagungssache. Meine Mutter ist jetzt, ne, natürlich wesentlich älter wie ich, jetzt ist ja logisch, ne? Aber die hat jetzt auch normale Faltenlage, würde ich mal sagen, ne? Also jetzt nicht, dass sie jetzt total wie so ein Medizinball verknüdelt aussieht oder so. Da habe ich eine relativ gute Chance, dass das vielleicht bei mir auch so ist. Aber so, das hat mich schon gefreut gestern. Und das, es ist ja nicht nur, dass man es für andere nach außen hin macht, sondern ich mache das für mich selber, weil ich mich damit einfach wohlfühle. Und das Retinol kann ich eigentlich nur eine Kaufempfehlung geben. Ich finde es toll, wie gesagt, nicht rauf, peng, jung, sondern langfristige Geschichte. Retinol sollte in keiner Hautpflege, sag ich mal, ab 30 fehlen. Warum schminkst du dich eigentlich nicht weiter hier? Diesen hier, den habe ich lange nicht mehr genutzt. Der ist auch so richtig aggro, ne? Thema Hautpflege nochmal. Es ist einfach, wie gesagt, wichtig, dass du einfach was machst und dass du dem Ganzen nicht so die Chance gibst, sag ich mal, gerade jetzt auch so durch unsere Sonne und so weiter. Apropos Sonne habe ich vergessen jetzt irgendwie zu sagen, aber ich glaube, das weiß man auch im Allgemeinen, dass wenn du Retinol nutzt, ist die Grundvoraussetzung einfach ein Sonnenschutz. Ich meine, sowieso schon ist es Voraussetzung, dass du dir das jeden Tag, ein bisschen überblascht hier, ne? Dass du dir das jeden Tag einfach drauf machst, das ist einfach wichtig. Für mich LSF 50 ist ganz einfach so, weil ich habe auch viele schon Pigmentflecken auf den Händen im Gesicht und da nutze ich dann immer ganz einfach 50, weil da habe ich keinen Bock drauf, dass das ausartet und ich sehe schon so immer so scheckig aus und deshalb 50, damit kannst du das Ganze eigentlich ganz gut aufhalten. Ja, so viel dazu. Finde ich gut, das Produkt gefällt mir. Mag ich. Hier immer noch so ein bisschen hier hin. Ist vielleicht ein bisschen verwunderlich, aber ich finde, wenn die Sonne scheint, ne, da hast du ja nicht, bist du ja nicht nur hier errötet und so, ne, sondern hier, da kommt die Sonne doch hin und auf den Rüssel oder was, ne. Ich mache das immer so. Wie machst du das? Machst du das auch so? Schon so, nur ein bisschen BB-Cream, bisschen Bronzer, bisschen Blush. Sieht so immer gleich gut aus, ne? Ich möchte aber trotzdem auf den Augen noch was machen. Ich war eigentlich in der Drogerie und wollte mir von Catrice die neue Serie anschauen. Und habe ich mir auch angeschaut, aber ich habe nichts mitgenommen, weil ich finde das eine Komplettauflage irgendwie einer Palette, die echt nicht spannend ist. Und es ist nicht, ich finde die schön, ne? Um Gottes Willen. Aber für mich nicht, weil da sind Farben drin, die ich sowieso gerne habe und zu häuft. Zu häuft das auch für den Deutschen, ne? Zu haufenweise in meinem Schrank habe. Geht auch kompliziert. Ne? Habe ich mir da nichts mitgenommen, das war nicht meins. Deshalb nutzen wir heute diese Dinosaurier-Palette hier von Essence. Könnt ihr euch noch daran erinnern, war eine LA vor kurzer Zeit hier. Diese ist das und da ich ja so ein bisschen grün habe. Dieses Grüne hatte ich mich ja so verliebt drin. Ne? Machen wir das Ganze. Ich gehe einfach mal so ein bisschen in dieses Braun hier rein mit so einem wuscheligen Pinsel hier. Und das, ne, so ein kleines Krümelmonster. Vielleicht haben die ja eine Drogerie noch, dass ihr da gucken könnt, weiß ich gar nicht. Mein Mann ist Glück auf dem Grabbeltisch, ne? Dass die da irgendwo noch rumliegen. Und ich hau mir jetzt erstmal hier oben drüber.
Ne? Ich habe ja auch noch Schlupflieder. Nicht nur, dass ich Falten habe. Nein, ich habe auch Schlupflieder. Hängt ja auch meistens irgendwie so ein bisschen zusammen, wenn man ein scheiß Bindegewebe hat, ne? Und das habe ich ja nun mal. Nur heul man hier nicht so rum, aber hier mache ich so ein bisschen braun hin, um einfach nur das Auge so ein bisschen zu betonen. Ich glaube, kann man auch ganz gut sehen, ne? Das ist auch, da gibt es auch keinen Trick. Ich finde, ich gucke selber immer gerne Videos zum Thema Schlupflieder. Da gibt das keinen Allrounder-Tipp, dass du sagen kannst, wenn du dir das so und so darauf malst, dann sind deine Schlupflieder nicht so sichtbar und dann ist alles toll. Meiner Meinung nach gibt es das nicht, weil jede Augenform, jedes Gesicht, jede Schlupffalte individuell bei jedem ganz einfach ist. Und da muss man sich einfach ausprobieren. Man muss natürlich wissen, wo man die Farbe hinsetzt. Also dafür finde ich das schon sehr, sehr hilfreich. Aber was bei mir funktioniert, um meine Schlupflider so ein bisschen, sag ich mal, optisch außer Gefecht zu setzen, heißt ja nicht, dass das für das Volk, sag ich mal, so machen und dann ist es gut. Das ist ja nicht so, ne? Weil jede Augenform anders ist. So, finde ich jetzt schon gar nicht mal so schlecht. Ich blende mir das jetzt auch mal richtig schön nach oben, ziehe mir das auch ruhig hier so ein bisschen rein. Ich finde, selbst so könnte man das schon lassen, eine Wimperntusche drauf und fertig, ne? Ich finde, hier ist ein bisschen mehr wie da, ne? Kann das sein? Durch meinen Pinselreiniger von Avon, den liebe ich ja so, ne? Weil ich bin ja so eine faule Pinselwäscherin, ne? Ich habe da ja keine Lust zu. Und deshalb gehe ich hier mal einfach so ein bisschen durch und dann hast du das Pigment runtergenommen und kannst mit einem Pinsel fast alles schminken. Ist wunderbar. So, hier ist so ein richtig schönes dunkles Grün drin und damit möchte ich gerne. Das krümelt auch sehr, könnt ihr auch hier sehen, das krümelt richtig toll. Aber die Palette finde ich toll. Und von Catrice, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Das Grün setze ich mir im Übrigen hier hinten hin. Ich fange immer hier hinten an und gehe da immer so ein Knüdel erstmal rein. Setze erstmal ein bisschen dunkel hin, ne, weil hier hinten soll das ja auch hin. Und ziehe mir das dann immer einfach, verblende das so. Und dann ist das für mich, also dass du so dieses V hast, ne? Zack, zack, zack und dann schön verblenden. Dann sieht das Ganze so aus. Total. Ich finde total einfach. Ne? Man muss da gar nicht mit. Manche machen da ja echt so eine Religion von. Ich meine, wenn du ein aufwendiges Make-up hast, ist das schon wichtig. Ne? Aber so für den Alltag, das im Regelfall ohne Quatschen, 2 Minuten. Nein, 2 Minuten jetzt nicht. Aber für die Augen 2 Minuten, das passt schon. Ne? Für summa summarum alles 10 Minuten morgens. Und die Zeit soll man sich ja wohl nehmen. Vollsendung mit der Maus hier. Ich setze es hier an. Hier setze ich den Pinsel hin und ruppel da erstmal so ein bisschen drin rum. Und gehe so ein bisschen nach unten, da habe ich da ja den Klumpen und dann verblende ich mir das einfach hier so direkt in die Lidfalte. Bei meinen Augen ist es so. Und gehe auch hier hinten nochmal hin, weil ich will ja das V, ne? So. Und so sieht das dann aus. Man muss man ein bisschen korrigieren, weil Augen sind ja auch nie gleich, Schlupflider auch nicht. Dann gucke ich immer so ein bisschen geradeaus in den Spiegel. So, passt. So ein ganz Lückenpinsel hier und bleib hier einfach mal bei dem Dunkelgrün. Tupschel da einfach mal so ein. Tupschel, ich habe auch immer Worte, ne? Tupschel das ein bisschen ein, halt den auch möglichst so richtig rum. Und das Dunkelgrün, das knacke ich mir gleich, also unter die unteren Wimpern. Weil ich finde es auch persönliches Empfinden. Ich finde es schön, wenn die Farbe, die hier hinten ist, wenn die auch einfach hier unter ist. Ist das für mich immer stimmig? Das ist Marotte. Jeder macht das ja auch anders. Ich finde es auch bei anderen schön, wenn die eine andere Farbe untersetzen. Ne? Aber ich muss das immer meistens irgendwie so machen, dass das so ein bisschen harmoniert. Hier hinten und da vorne. Das muss für die Mutti immer gleich sein. Und ich finde das eine richtig, richtig tolle Palette. Und für Catrice, das fand ich jetzt echt nur so eine. Das hat mir nicht gefallen. Das war eine Auflage von all dem, was man irgendwie auch schon zu Hause hat. Da haben die sich nicht besonders Mühe gegeben, muss ich mal sagen. Weil es gibt ja auch Leute, die gar keine Nude-Paletten oder so zu Hause haben, ne? Aber ich habe davon genug und ich habe da nichts mitgenommen. Die ist richtig toll von Essence. Die Dino. So könnte man es jetzt theoretisch auch lassen, ne? Bisschen Wimperntusche drauf und fertig. Ich nehme aber jetzt dieses Grün, wovon ich vorhin erzählte, dass ich mich da so drin verliebt habe. Müssen wir reden? Nein. Und ich glaube, das könnte ganz gut ein Match sein, weil das ist so schimmerig und so schön. Und draußen im Tageslicht, in der Sonne, ist das Ding einfach nur ein Knaller. Und grün mag ich ja sowieso gerne allein. Und ich finde, heute passt das mal richtig, richtig schön dazu. Dann nimmt man auch wirklich am besten die Fingerchen, obwohl ich sonst die Finger nicht so gerne nehme. Aber Glitzertöne funktionieren meistens.
mit den Fingern am besten. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel, den ich hier gerade eben hatte. Damit er nicht so eine harte Kante ist, nehme ich das Dunkelgrün hier einfach so ein bisschen drüber, dass so ein softer Übergang ist. Nicht, dass es so... Lippenstift habe ich hier zwei liegen, weil ich konnte mich jetzt gerade irgendwie mal nicht so entscheiden. Ist ja nicht so, als hätte man keine. Ne? Das ist einmal L'Oreal. Ich sage euch gleich mal hier die Farbnummer. Ich glaube, so ein bisschen was Knackiges könnte da ganz gut zu passen. Und ich mag immer so gerne L'Oreal riechen. Ne? Und dann ein schönes Packaging, ist wunderschön. Gut mithalten kann auch Trend It Up, also günstigste Schiene aus der Drogerie. Der ist da eher so ein bisschen pinky. Ich glaube, der ist fast von Trend It Up, ne? Oder? Ja, ich nehme den von Trend It Up. Ich sage euch nochmal kurz die Farbnummern. Von Trend It Up ist die 200, oh, kann man auch kaum lesen, 230 Shiny, dieser hier. Und von L'Oreal ist die Nummer 105. Diese hier ist das. Nimmt die Kamera das so? Ja, so, ne? Das ist die 105. Ich finde sie beide sehr, sehr schön. Aber ich glaube, der hellere kommt besser. Das ist, glaube ich, so mit diesen pastellfarbenen, glaube ich, kommt es besser. Ich finde, die riechen immer nicht so schön von Trend It Up. Also zumindest die, die ich hier habe, diese schwarzen, ne? Von der Sache her finde ich die mega. Aber die riechen irgendwie nicht so schön. Aber pflegend sind sie. Die Farbe ist toll, ne? So, ne? Finde ich schön. Ich glaube, das andere wäre ein bisschen zu knallig geworden, weil das ja auch so ein bisschen für mich dezent ist. Und mit dem Grün und mit dem Hellen. Den gibt es auch noch mal ein bisschen Wimperntusche hier noch mal auf der Mütze. Und da ist und bleibt für mich, ich weiß, ich bin ein Langweiler, aber das sind einfach Produkte, die sich für mich so rauskristallisiert haben. Und wie heute habe ich wieder einen langen Tag. Und da weiß ich, das sind Produkte, da kann ich mich einfach drauf verlassen und muss nicht alle 5 Minuten in den Spiegel gucken und denken, oh, ist hier irgendwas verlaufen. Da wird nichts verlaufen, egal wie warm es draußen ist. Oh, Wimpern getuscht, Legendary Lengths von Avon. Gibt es keine Missverständnisse, finde ich im Moment einfach am besten. Ich gucke jetzt selber nochmal in den Spiegel, also meine Haare hätten heute besser sein können. Aber ich versuche möglichst immer so die Tage, wo ich es wasche, so weit wie möglich hinauszuziehen. Und heute, der muss halt hier irgendwann ein bisschen abstrakt auf dem Kopf aussehen, weil in der Wärme nerven die Haare sowieso. Und ja, dann ist das einfach mal so. Ich höre auch tatsächlich auf meine Abonnenten, weil letztens hat eine Abonnentin mir gesagt, wieso tuschst du deine Wimpern nicht unten einfach mal mit? Das wird deine Augen viel schöner, viel größer machen. Es ist ja nicht so, als höre ich nicht auf einen meiner Abonnenten. Ich habe es jetzt heute mal extra mal gemacht, weil recht hat sie eigentlich, ne? Unten ist auch schön. Aber ich habe immer so Angst, wenn das so warm ist, dass mir das gerade unten hier immer abstempelt. Aber ich habe da jetzt einfach so ein bisschen Puder unten drunter gemacht, damit es fettfrei ein bisschen ist. Und ja, mal gucken, ob mir das jetzt... Es ist ja nicht so, als höre ich nicht auf euch, ne? Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Mir hat es wieder riesengroßen Spaß gemacht, mich mit euch zusammen fertig zu machen, ein bisschen nebenbei zu quatschen. Das ist für mich echt entspannt, als wenn man so stocksteif und da und da irgendwas predigt über Produkte. Finde ich schön, wenn das so nebenbei läuft und man ein bisschen was drüber erzählt, sich nebenbei fertig macht. Denn haben wir so viele Sachen auf einmal in einem Video gemacht, was auch nicht langweilig ist. Als wenn einer dann, und da sitzt da schon wie ich bei der Schulung gestern. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen nach oben da. Das zeigt mir immer, dass ihr dieses Format und dieses, wie ich die Videos gestalte, dass ihr das ganz einfach gerne sehen mögt. Wenn du es nicht machst, machst einen Daumen runter, dann weiß ich auch Bescheid, wo der Hase läuft. Ne? Und wenn du noch nicht abonniert hast, dann hol das doch jetzt ganz einfach nach. Das ist für dich immer nur ein ganz, ganz kleiner Klick. Für uns YouTuber ist das eine ganze Menge mehr. Wir können hier einfach noch ein bisschen wachsen. Das ist. Hab einen wunderschönen Sonntag.